So, weiter geht's in Pokémon Kristall in der Komisch-Edition. Tja, also wenn ich hier jetzt ins Gym gehe, dann verliere ich Ausdauer, weil ich nämlich praktisch nichts habe. Sehen, was hier passiert. Oh. Ich hätte ja nicht erwartet, dass er auch noch ein Lehrer ist. Toll. Das heißt, er will jetzt irgend so was Komisches von mir, das ich aber wahrscheinlich nicht hab. Ich hab natürlich keinen Mardak, was auch immer das sein soll. Aber ich will jetzt was nachgucken. Jetzt wüsste ich, ob das hier normalerweise Violet City wäre. Wahrscheinlich schon, so wie das aussieht, oder? Dann müsste ich jetzt dieses Martag nämlich kriegen. Weil dann würde ich ein permanentes Team-Mitglied kriegen. Go at that place. Ist das ein Escape Rope oder was? Hä? Soll das hier so eine Art X-Attack sein? Naja, dieses komische Mardak, das ich da jetzt theoretisch bräuchte. Das kann theoretisch irgendwo zufällig spawnen oder vielleicht aber auch nicht. Na toll. Ich raste zwar nicht so wirklich, aber ich versuche das jetzt mal dem zu geben. Wir hoffen, dass es was bringt. Weil der ist ja, glaube ich, Teilbrock.
Ziel wäre jetzt nämlich zufällig einen Mardak zu kriegen. Und da ich aber nicht weiß, wo die spawnen können, sondern nur wo das spawnt, was ich haben will, kann das ja theoretisch überall kommen. Oder nirgends. Das ist hier, wo es nicht weitergeht. Nach da unten kann man aber, glaube ich, auch nicht. Gehen soll. Ist das so eine Art Memory oder was? Achso, nee, das ist ein Puzzle. Natürlich kann man die nicht einfach tauschen. Aber da passt doch auch gar nichts. Und wo zum Teufel bin ich denn hier? Ich kann mich an diese ganzen Orte gar nicht erinnern. Wenn man jetzt hier runter geht, dann geht es glaube ich nicht weiter. Hä? Das ist aber anders, als ich in Erinnerung habe. Das ist ja voll Dödel, oder? Tatsächlich. Dieser Bastard.
Toll. Will ja gerne dieses komische Rätsel lösen, an das ich mich überhaupt nicht erinnere. Und das muss man erstmal hinkriegen. Toll. Was bringt mir das jetzt? Das bringt doch überhaupt nichts. Dieses halt sieht zum Beispiel so aus, als müsste hier ins Eck. So, überhaupt sieht das für mich so aus, als müssten da vier Eckteile sein. Oder gehören die in die Mitte? Und was ist mit dem ganzen Rest? Frage ich mich. Die passen doch alle nicht richtig. Ungefähr vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Wieso Teufel geht's jetzt weiter, frage ich mich. Der Rest passt wieder überhaupt nicht. We'll be right back.
das passt doch alles nicht. Natürlich passt das wieder nicht. Wo irgendwie? Ja, nicht richtig zusammen. Natürlich passiert da auch wieder nichts. Ach, was soll's, ich krieg's nicht hin. Und da geht's natürlich nicht weiter. Wenn man den Typ bloß alle machen könnte. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass dieser Meistertrainer total unbesiegbar war. Wenn ich jetzt gegen den antrete, dann gehe ich Game Over. Wer hat darauf schon Bock? Kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern. War das auch schon immer da? Natürlich. Der hat genau das, was ich bräuchte.
Ich muss das Teil wild finden. Ich weiß nicht wo. Vielleicht kann der Elfdex mir da ja helfen, wenn ich den Gegner gekillt habe. Dass der Amy jetzt nicht weiß, welchen Elf er rausholen soll. Und die ja alle so lustig sind. Und hier ist noch ein Resistent dagegen. Der soll mal grün werden. Ja, und der Byte hat ein Level geschafft, weil er nämlich super ist. Ich habe schon wieder einen Mardak, das ich nicht haben kann. Zumindest noch nicht. Hoffentlich finde ich bald eins. Beziehungsweise vor dem verdammten unschaffbaren Gym. Aber es ist echt mal so, dass ich mich weder an dieses Gebiet noch an das komische Puzzle-Rätsel da erinnern kann. Vielleicht war ich da in meinem ursprünglichen Let's Play einfach nie. Das wäre ein deutlicher Treffer gewesen sein. Das ist den Gegner nie vergiftet. Der Byte ist ja vielleicht mal schlecht, ey. Aber dafür hat er den Gegner jetzt wenigstens weggekriegt. Der hat Level geschafft, weil er nämlich super ist. Wo ich dieses Pflanzenvieh herkriegen soll. Also den Pflanzenelf. Aber ich mach mal so zwischendurch wieder ein Safe State Backup. In meinem Original-SP hätte ich den doch auch irgendwo gefunden, bloß wo? Vielleicht hier irgendwo in der Gegend? Ich meine, da das eine Pflanze ist, wird ja wohl am ehesten in irgendeinem Grasgebiet zu finden sein. Nur müsste ich dazu halt erstmal Glück haben. Und mich vergiftet es natürlich sofort. Isla! Ich versuche den jetzt nämlich noch ein bisschen hochzuleveln und vielleicht die anderen Teammitglieder auch. Weil ja das Gym wartet. Thank you.
geschafft. Ich frage mich aber echt, wo ich das Teil her habe. Also wo ich das damals gekriegt habe. Vielleicht sollte ich in meinen alten Videos nachgucken. Hier drin können wir auch zufällig gekommen, aber wahrscheinlich hauptsächlich sogenannte Kamelratten. Ich hätte wieder so eins. Oder 20. Gerade so. Kommt halt wieder mein Byte ins Spiel. Der gar nichts gibt, das Gasangriff könnte den Gegner ruhig mal vergiften. Dafür ist er doch schließlich da. Der Gegner wird nie vergiftet dadurch. Immerhin drückt es mal kritisch. Dann dauert es nicht ganz so ewig lang. Natürlich wird der Amy den Elf jetzt nicht wechseln. Sondern der Elf will ein Level schaffen. Tschüss. Toll. Ja, so einer. Haben immer drei solche Mardaks. Man selber hat kein einziges, obwohl man eins bräuchte, um da handeln zu können. Ja.
rum. Geschafft. Boah, der Byte ist sogar schon Level 7. Mal sehen, was der jetzt wert. FQ, was für ein Name. Mal sehen, was der Kiyu jetzt kann. So. Hate ist das, was eigentlich Harden heißen müsste, anscheinend. Kann ich mir zumindest vorstellen. Okay, ich werde das Video jetzt beenden und in meinen alten Videos nachgucken, wo ich das Mardak gekriegt habe. Und dann sehen wir uns wieder.